Bekbolat. Früher lebte ein armer Kasache in der Steppe. Er hatte 4 Söhne. Sie hatten es schwer zu leben. Sie litten oft Hunger und nun müssten sie einmal ihren letzten wieder schlachten. Die Familie aß die Hälfte sofort beim Abendessen und ließ die Hälfte am nächsten Tag im Kessel. Als er zu Bett ging, verkündete der Vater der Familie: Den Rest des Fleisches morgen isst derjenige, der den besten Traum sieht. Am nächsten Tag am Morgen begannen die Söhne zu erzählen, wer was im Traum gesehen hatte. Ich habe eine riesige Schafherde der reichen Männer geweidet, sagte der älteste Sohn. Ich habe den ersten Preis im Kochpark bekommen, rühmte sich der zweite. Ich habe die Töchter des Hans geheiratet, sagte der dritte. Ich habe auch die Töchter des Hans geheiratet, unterbrach den vierten Sohn, den jungen Mann Bekbolat. Ich wurde ein Khan und dann fand ich ihnen. Sie sind durch die Dörfer gewandert und haben gebettelt. Ich habe in einem Traum Schafe gemolken, setzen sie die Mutter ein. Vater schlug Bekbolat für einen bösen Traum und vertrieb ihn. Und er selbst sagte, dass er in einem Traum auf einem schneeweißen geflügelten Pferd Tulpar unter einer Wolke flog. Der Traum des alten Mannes schien seiner Frau und seinen Söhnen der Beste zu sein. Das restliche Fleisch aß der Vater allein. Bekbolat verließ die Jurte seines Vaters und wanderte von einem Aul zum anderen. Einmal hielt ein junger Mann an der letzten Jurte an und hörte, wie ein alter Mann und eine alte Frau trauerten, dass sie keine Kinder hatte. Wenn der Schöpfer uns ein Waisenkind geschickt hätte, sagte der alte Mann, wir würden ihn aufnehmen. Das wäre uns Glück. Bekbolat war entzückt und betrat die Jurte. Die Besitzer fingen an, ihn zu fragen, wer er sei, woher er komme und wohin er geht. Ich bin ein Waisenkind, antwortete der junge Mann. Ich gehe durch Dörfer und sammle Almosen. Die alten Menschen sahen sich und sagten zum Gast: Es war der Schöpfer, der unser Gebet erhört und dich gesandt hat. Bleib bei uns und sei unser Sohn. Bekbolat stimmte glücklich zu. Er blieb bei guten Leuten und begann, dem alten Mann zu helfen, Schafe und Fische zu hüten. Einmal ging Bekbolat angeln. Er fing einen so großen Fisch, dass er ihn nicht herausziehen könnte. Ein alter Mann und eine alte Frau kamen, um zu helfen. Sie schleppten zu dritt herum und konnten auch nichts tun. Du hältst
den Köder und lässt den Fisch nicht rein. Der alte Mann schickte seine Frau nach Hause, um alles zum Kochen zu vorbereiten. Und selber sprang auf ein Pferd und galoppierte in ein Nachbardorf, um Menschen um Hilfe zu rufen. Sobald der alte Mann und die alte Frau gegangen waren, tauchte ein Fisch von beispielloser Größe aus dem Wasser auf und sprach mit menschlicher Stimme. Lass mich gehen, Big Blood, ich werde Ihren Dienst nicht vergessen und Ihnen in schwierigen Zeiten helfen. Wie könntest du mir helfen? Fragte Big Blood. Du wirst wegschwimmen und ich werde dich nicht finden. Und du ziehst eine Schuppe aus mir heraus, antwortete der Fisch. Zünde es an, wenn du meine Hilfe brauchst. Ich komme. Big Blood riss die Schuppen heraus und ließ den Fisch frei. Der alte Mann kehrte mit Jigit zurück. Als Big Blood ihre Annäherung sah, warf er die Angel ins Wasser. Wo ist der Fisch? Fragte der alte Mann. Könnte nicht widerstehen. Der ist weg. Der alte Mann wurde furchtbar wütend, schlug Big Blood und trieb ihn aus dem Haus. Big Blood ging wieder, um von einem Aul zum anderen zu wandern. Einmal begegnete er auf seinem Weg einem Kamel mit goldenem Haar. Der Wolf jagte ihn. Das Kamel rannte zu Big Blood und sagte, rette mich, ich werde dir nützlich sein. Big Blood vertrieb den Wolf und das Kamel sagte, reiß ein Haar aus meiner Wolle. Wenn du mich brauchst, zünde es an. Ich werde da sein. Big Blood ging noch weiter. Er sieht zwei Adler fliegen und ein Bidei-Vogel jagt sie. Die Adler flogen zu Big Blood und fragten, rette uns, wir werden dir nützlich sein. Big Blood vertrieb den Bidei-Vogel und half den Adlern aus Schwierigkeiten. Die Adler sagten zu der Jugend, reißen Sie uns eine Feder ab. Und wenn Sie unsere Hilfe brauchen, zünden Sie sie an. Wir fliegen sofort zu Ihnen. Big Blood entriss den Adlern eine Feder und machte sich auf den Weg. Er sieht einen Fuchs auf sich zukommen und ein Steinadler fliegt hinter ihr her. Der Fuchs rannte auf Big Blood zu und bat ihn, rette mich von dem Steinadler. Eines Tages werde ich auch nett dir zu helfen sein. Big Blood dem Fuchs gerettet. Der Fuchs sagt ihm, zieh mir ein Haar aus der Haut. Wenn du mich brauchst, zünde es an. Ich werde dich nicht lang warten lassen. Big Blood riss ein Haar aus und ging weiter. Er ging lange, sah endlich das Dorf. Der junge Mann ging in die letzte Jurte, wo ein kinderloser alter Mann und eine alte Frau lebten. Sie möchten Big Blood und verließen ihn als ihr Sohn. Big Blood fing an,
bei älteren Menschen zu leben und ihnen bei der Hausarbeit zu helfen. Mehrere Jahre vergingen und er verwandelte sich in einen schlanken und gut aussehenden Dschigit. Einst ging das Gerücht durch die Steppe, dass die schöne Karayu, die Töchter von Khan Akbuzau, ohne Brautpreis heiraten wollte. Big Bolat begann die Leute zu fragen, ist das Wahrheit? Es stellte sich heraus, dass das Gerücht richtig war. Schöne Karayu stellt dem Bräutigam nur eine Bedienung. Er muss sich dreimal vor ihr verstecken können. Und wenn Karayu ihn nicht mindestens einmal findet, dann wird sie ihn ohne Brautpreis heiraten. Und wenn sie alle dreimal findet, wird sie dem Bräutigam den Kopf abnehmen. Viele Menschen sind bereits von der Schöne gestorben. Aber immer noch tauchten die neue Draufgänge auf, die ihr Glück versuchen wollten. Big Bolat beschloss, zu Karayu zu gehen. Neue Eltern ließen ihn lange nicht herein, aber er bestand auf sich selbst und ging. Karayu sah der Big Bolat und sagte, du wirst dich dreimal von mir verstecken und ich werde danach dir suchen. Wenn ich dir finde, schlage ich deinen Kopf ab. Gut, Big Bolat antwortete. Nur nicht dreimal, sondern viermal. Karayu stimmte zu. Big Bolat kam aus dem Palast und zündete das Haar des Kamels an. Sofort kam ein Kamel angerannt. Big Bolat sagte ihm, was er von ihm brauchte. Sitz auf mir, schlug das Kamel vor und eilte bis ans Ende der Welt, jenseits des Eismeers. Er versteckte Big Bolat in einem dunklen Wald. Aber Karayu rief, Big Bolat, du bist auf einem Kamel bis ans Ende der Welt geritten, jenseits des Eismeeres und sitzt unter einem Baum in einem dunklen Wald. Ja, antwortete Big Bolat. Der Dschigit erschienen im Palast und gab zu, dass er einmal verloren hatte. Big Bolat begann, sich zum zweiten Mal zu verstecken. Er ging aus dem Palast und zündete die Federn der Adler an. Die Adler flogen ein. Big Bolat sagte ihm, was er brauchte. Die Adler beflügelten den Dschigit und stiegen in den siebten Himmel auf. Aber Karayu rief noch einmal, Big Bolat, komm zurück. Auf Adler schwingen bist du in den siebten Himmel geflogen. Ja, antwortete Big Bolat und erschienen vor der Töchter des Khans. Er gab zu, dass er beim zweiten Mal verloren hatte. Wieder kam der Dschigit aus dem Palast und zündete die Fischschuppen an. Und mittelbar vor ihm tauchte derselbe Fisch auf, den er ins Meer entlassen hatte. Big Bolat erzählte, warum er ihn angerufen hatte. Der Fisch
verschlang den Jungen und sank auf den Grund des Ozeans. Dort versteckte er sich hinter einem großen Stein. Und wieder vermutete Harayu, Big Bulat, ich sehe dich hinter einem großen Stein auf dem Grund des Ozeans, wo dich der Fisch hingebracht hat. Komm zurück. Big Bulat war traurig. Der Tod hing über seinem Kopf. Er ging zum vierten Mal hinaus und zündete das Fuchshaar an. Der Fuchs kam sofort angerannt. Big Bulat erzählte ihr sein Unglück. Sei nicht traurig. Wir werden den schönen Harayu überlisten, beruhigte ihn der Fuchs. Wenn sie zur festgesetzten Stunde ruft, Big Bulat, ich sehe dich nicht, dann schweigst du. Dann sagt sie, ein Netz wurde vom West nach Ost gegraben, aber du, Big Bulat, bist auch nicht hier. Dann antwortest du und verlässt dein Unterschlupf. Nachdem er dies gesagt hatte, grub der Fuchs ein riesiges Loch, das genau bei Sonnenaufgang begann und dort endete, wo die Sonne unterging. Und dieses Loch ging direkt unter dem Thron von Harayu vorbei. Jetzt bleibst du hier. Geh nirgendwo hin, leg dich hin und beweg dich nicht. Und dann folgst du meinem Rat. Der Fuchs verabschiedete sich und ging seines Weges. Zu festgesetzten Stunde sah sich die schöne Harayu überall um und rief, dass sie Big Bulat nirgendwo fand, aus. Big Bulat, ich sehe dich nicht. Und Big Bulat schweigt, wiederholt Harayu. Big Bulat, ich sehe dich nicht. Auch diesmal antwortete Jigit nicht. Harayu sagte, ein Netz wurde von Westen nach Osten gegraben. Big Bulat, bist auch nicht hier. Big Bulat antwortete diesmal, nein, ich bin hier. Und er erschienen vor der Töchter des Khans direkt unter ihrem Thron. In ihrem Stolz schaute Harayu überall hin, aber nie auf ihre Füße. Deshalb hat sie verloren. Danach heiratete Harayu Big Bulat. So wurde Big Bulat ein Khan. Danach suchte seine armen Eltern und Brüder auf, die in großer Not waren. Nun, Vater, mein Traum scheint wahr geworden zu sein, fragte Big Bulat den alten Mann. Ja, du hast damals den besten Traum gesehen, stimmte Vater zu. Du hättest das Fleisch essen sollen. Der Vater war mit seinem Sohn zufrieden und starb, nachdem er ein höheres Alter erreicht hatte. Die Brüder von Big Bulat auch heirateten Schönheiten und lebten glücklich in der Nähe des weisen Bruders, den das Volk für Gerechtigkeit liebte.